Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jo, heute geht es darum, die DT ein bisschen schicker zu machen. Das heißt, die ganzen Details, die wir machen wollen, damit das Bike einfach ein bisschen anschaulicher ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und als allererstes kommen diese abgeranzten Sticker hier überall runter. Let's go! So, die DT glänzt jetzt auf alle Fälle. Ich habe jetzt auch die Griffe dran gemacht. Und ja, sie glänzt wirklich richtig schön. Sieht echt gut aus. Ja, jetzt fehlen noch ein paar Feinheiten. Zum einen der Sitz hier. Der bekommt ja noch einen neuen Sitzbezug. Das werde ich schauen, ob ich das heute noch schaffe. Das weiß ich noch nicht. Und dann habe ich noch überall Kabelbinder hingemacht. So, hier so und hier, damit die Kabel schön versteckt sind. Genau, und ja, insgesamt schaut es jetzt echt gut aus. Was ich glaube ich noch machen werde, ist das Ding noch gegen das Schwarze austauschen, weil das sticht irgendwie so raus und schaut echt einfach scheiße aus. Das mache ich noch, dass ich das gegen das Schwarze ersetze. Und dann eben noch die Sitzbank. Und dann als letztes noch die hintere Felge, weil das geht halt gar nicht. Also die ist halt schwarz, die vordere ist silber, ne? Weil die so schlecht lackiert ist. Und da werde ich noch probieren, dass ich den Lack runterbekomme. Ich werde es erstmal mit der Drahtbürste probieren, wie gut es da geht. Und wenn es mit der nicht gut geht, dann werden wir es mit einem Entlacker machen, mit einem Mittel. Dann sollte das eigentlich gleich weg sein. Und dann, ja, schaut sie doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, hier wird's wie gesagt noch die Resonanzkammer oder wie man das Ding nennt, weiß ich gerade nicht, ausgetauscht gegen das Schwarze. Schaut viel schöner aus. Und ja, jetzt geht es dann noch dran, den Sitz zu machen. Da werde ich jetzt den alten Bezug runter machen und dann den neuen drauf und hinten die Felge. Ich habe es probiert mit der Stahlbürste, es geht aber nicht top und jetzt habe ich einfach mal den Entlacker drauf, also quasi das Zeug und mal schauen, ob das funktioniert. Es schaut schon so aus, als würde es ganz gut funktionieren. Genau. So, jetzt geht es dran, den Sitz natürlich dann mit dem neuen Bezug zu beziehen. Das ist ungefähr genauso eine Formelarbeit wie das Entziehen. Also den alten Bezug runter zu machen. Ich habe jetzt hier schon mal den Tacker. Ich muss jetzt noch schauen, weil wir haben recht viele verschiedene. Wie nennt man die denn? Tackerbefüllung? Ich weiß gerade echt nicht, wie man die Dinger nennt. Heftklammern vielleicht? Ja, Heftklammern. Naja, auf alle Fälle, von denen haben wir ganz viele verschiedene, die passen alle in den Reihen.
Und ich muss erstmal schauen, welche am besten funktionieren. Und dann werden wir dementsprechend den Sitz mal beziehen. Let's go! So, ungefähr eine Stunde später. Und bisschen ein Mess. Habe ich es jetzt geschafft? Sie ist fertig. Die Sitzbank ist fertig. Sie hat leider hier so ein minimal bisschen so Riefendings, aber das kann sein, dass es das noch mit der Zeit weggeht. Aber die DT-Sitzbank ist echt scheiße zum Beziehen. Wenn man es mal vergleicht mit so einer KTM-Sitzbank, die ist relativ glatt, also die ist halt hier so relativ glatt und Dings, und das geht echt einfach und schön, dass man da keine Riefen drin hat. Bei der DT-Sitzbank, die hat halt hier dieses Gerade und dann so piep. Und das macht es echht schwierig. Aber ich bin zufrieden, so wie es geworden ist. Das passt so. Das ist für mich in Ordnung. Und das Bike sieht dadurch viel, viel schöner aus. Das macht echt einen riesen Unterschied. Ja, das heißt, jetzt heißt es eigentlich nur noch, dass wir die DT zum Laufen bekommen, weil sie lief ja eigentlich schon mal. Und dann lief sie auf einmal wieder nicht mehr. Und das heißt es jetzt noch. Ich habe gerade geschaut, ob man mich im Spiegel sehen kann, aber ja, hier. Ja, hi. Das kann man dann Dings noch sehen. Na, was soll ich sagen? Genau. Kompletter Fail. Sie lief ja eben schon mal und jetzt schauen wir halt, dass sie dann wieder läuft, weil sie lief ja dann auf einmal wieder nicht mehr. Vielleicht springt sie mir heute auch einfach an. Das muss ich mir nochmal anschauen und dann ist sie eigentlich ready. Komplett geil. Ich habe jetzt eben die Zündkerze rausgebaut und leider, leider ist sie wieder komplett nass. Ich werde jetzt mal probieren, sie trocken zu machen und ein paar Mal so kicken und dann schauen, dass wir sie einbauen und das Moped wieder anspringt, aber vielleicht sieht es schlecht aus. Okay, die DT ist gestartet gerade. Ich hatte sie gerade laufen. Keine Ahnung, was es genau war. Ich glaube, der Vergaser ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, übergelaufen. Maschine ist ein bisschen übergelaufen. Ich werde sie jetzt zusammenbauen und dann würde ich eine kleine Runde damit fahren. Ich habe leider die GoPro heute nicht dabei und werde die mal so richtig schön entfetten. Aber ich zeige sie euch dann, wenn sie zusammengebaut ist, nochmal. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade mit ihr gefahren. Sie läuft richtig gut, passt alles. Ja, richtig geil. Richtig schönes Ding. Das Einzige, was glaube ich noch war, ist, dass das vordere Licht nicht geht. Und ich habe sie jetzt mal richtig schön gepresst, schön auf Drehzahl gefahren, damit sie frei wird, also damit sich die mal entfettet. Schauen wir mal, ob das dann was hilft. Ganz am Anfang noch ein bisschen. Aber Öl ist auch nicht mehr so raus. Das mit dem Verschlucken, das werde ich noch mit der Gemischschraube einstellen. Dass sie sich nicht mehr ganz so. Weil die verschluckt sich ein bisschen, wenn man richtig. Wenn man richtig rein beschleunigt, verschluckt sie sich ein bisschen. Aber ja, so sieht es aus mit der DT. Jetzt funktioniert nur noch das vordere Licht noch nicht. Oder? Ah nee, es funktioniert sogar. Funktioniert sogar, es war nicht eingeschaltet. Genau. Rücklicht sollte auch funktionieren. Rücklicht funktioniert auch. Ja. Ja, damit würde ich sagen, wäre das DT-Projekt eigentlich soweit fertig. Sie sieht jetzt auch echt ganz schön aus. Also, das kann man auf alle Fälle so lassen. Es funktioniert alles. Ja, seid gespannt, was noch kommt. Ich werde auf alle Fälle vielleicht noch ein Probefahrtvideo machen. Mit der GoPro dann. Und ja, vielleicht kommen ja noch die ein oder anderen Sachen für die Idee. Bis dahin, haut rein und ciao.